Für die Bauergeräte arbeite ich seit 1996. Der erste Gerätbauer war die BG 30. Das war noch in Wien. Das Schöne an Job und Gerätefahrer ist, dass immer, wenn hinten auch die Arbeit fertig ist und man sieht, heute da baut er jetzt ein Hochhaus drauf oder da kommt eine Brücke drauf und du fährst noch drüber oder an Tunneleinfahrten und Ausfahrten. Wenn man das noch sieht, wenn man alles fertiggestellt hat. Das erste Mal, die Bausgerät gesehen habe, habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich da drinnen und jetzt fahre ich damit. Jetzt bewege ich das ganze Gerät da. Das ist ein schönes Gefühl. Ich war das erste Mal, wenn man mal im Vorjahr fertig gebaut hat und man weiß, heute jetzt habe ich das geleistet. Das ist schon. Es ist, man freut sich einfach, als wie ein kleines Kind. Ja, sitzt aber wirklich. Da gibt es eigentlich zwei. Einmal die 36er, die was da steht, und die BG 45, die V. Die 36er ist die H, der hat eigentlich, der ist leichter zu aufbauen und abbauen und hat auch Kraft. Und die 45er ist halt der V und da muss man den Turm sowieso bauen, aber der ist standhaft. Und da kann man tiefe Fälle bauen, das ist das Interessante. Der Bauer hat da immer, der bleibt nicht stehen, das heißt, der Ziehautomatik, der Abbauautomatik, der Bitronik, da kann man alles einstellen. Das ist alles Unterstützung, was dir das Arbeiten leichter macht. Bauer ist für mich Qualität, gute Geräte und einen guten Service. Also du wirst nie hineingelassen bei der Bauer, zu helfen immer weiter. Ich bin stolz eigentlich, dass ich mit sowas fahre.